Lieben und herzlich willkommen zu Testy Tasty. Für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Laura und ich habe mich ja in den letzten Videos so ein bisschen in Weight Watchers Food Hauls eingearbeitet und jetzt wollen wir natürlich auch ein bisschen Qualität in die Sache bringen. Ich musste mich selber erstmal zurechtfinden, also von daher, kanntet ihr vielleicht die eine oder andere Lebensmittel schon, aber heute habe ich echt mega, mega viel Zeit investiert, mal zu gucken, was könnte richtig gut passen und sowas. Was passt halt einfach zu Weight Watchers oder halt auch zu einer ganz anderen gesunden Ernährung einfach. Ja, und da ich war echt 2 Stunden unterwegs und deswegen teile ich das so ein bisschen auf und zwar einmal in einen Aldi Süd Hall und einmal in einen DM Hall und zwar wirklich, ja, ich würde sagen fast ausschließlich Food. Ich würde sagen, wir starten mit dem Aldi Hall, weil das hier alles oben in meiner Tüte ist. Ich habe hier diese riesen IKEA-Tüte. Einfach voll, Leute. Einfach voll. Aber es macht so viel Spaß, finde ich, so zu gucken. Ja, was kann man gut essen zu der Zeit? Aber wir legen einfach mal los. Und zwar mit meinen allseits beliebten Laugenstangen. Wer mir bei Instagram folgt, der weiß, was ich daraus so zauber. Ansonsten guckt mal eben unten hier in die Infobox. Hier ist so ein kleines Dreieck, was nach unten zeigt. Tickt da drauf und da ist direkt der Link zu Instagram. Und zwar mache ich aus diesen Tiefkühl-Laugenstangen Flammkuchen, Protein-Flammkuchen. Und die sind mega lecker, super schnell gemacht. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Und auch relativ punktfreundlich. Dann habe ich mitgenommen, fand ich cool, dass es das mal bei Aldi gab, und zwar Granatapfel. Ich liebe diese Kerne über einen Salat oder so oder über ein Dessert und macht natürlich auch immer was her bei Bildern. Was auch nie fehlen darf bei Aldi Süd ist immer der Schmelzkäse leicht. Und zwar hat er natürlich auch noch relativ viel Punkte, ne? Aber der hat halt wirklich wesentlich weniger als der normale und ich brauche den schon mal so ein bisschen zum Kochen oder zum einfach dünn aufs Brot geben. Dafür ist der immer total super. Dann habe ich was Cooles gefunden und zwar von der Biomarke einen Mandeldrink ungesüßt. Ich habe früher nie sowas getrunken, bis mir eine Kundin, also wer mich kennt, der weiß, wir machen diese Null-Punkte-Würstchen, Leberkäse und sowas alles bei uns in der Metzgerei. Und dann wollte sich eine Kundin bedanken, dass wir sowas erfunden haben, total süß. Und hat mir so einen Barista, ich glaube Sojadrink war das. Und der ist tatsächlich noch punktefreundlicher als eine Milch mit 0,3% Fett. Und seitdem arbeite ich mich da so ein bisschen ein und nehme da immer ein bisschen was mit. Ich habe jetzt schon Kokosdrink ausprobiert und diesen Barista. Und jetzt wollte ich mal diesen Mandeldrink ungesüßt. Ungesüßt ist, glaube ich, immer das Wichtigste, weil dadurch werden die halt ein bisschen punktefreundlicher. Und dann wollte ich halt diese Flammkuchen machen, wovon ich gerade erzählt habe. Ich habe noch Lachs eingefroren und wollte dann Rucola drauf machen. Mit Skier schmeckt das immer mega gut, finde ich. Ja, das ist immer so eine Grundsatzdiskussion bei Weight Watchers. Und zwar Speisequark in der Magerstufe. Er wird berechnet mit Punkten, aber manche sagen, der hat gar keine Punkte, weil der sich eigentlich von den Nährwerten her wie Skier verhält. Das muss, glaube ich, jeder selber wissen, wie er das handhabt. Irgendjemand habe ich... Ich habe es gelesen in einer Facebook-Gruppe, glaube ich, oder so. Ich habe übrigens auch eine Facebook-Gruppe, falls ihr reinschauen möchtet. Leichte Rezepte mit dem Thermomix könnt ihr gerne beitreten. Und zwar hat da jemand gesagt, weil ist das, Weight Watchers ist ja amerikanisch, und weil es das hier in Deutschland, weil es das drüben nicht gibt, diesen Magerquark, haben die das irgendwie berechnet und keine Ahnung, ganz merkwürdig. Machte jetzt nicht so viel Sinn. Ich habe meine Coaches gefragt, die sagten, berechne dir die. Dann gucke ich immer auf dieses Regionalsiegel. Das finde ich super bei Aldi Süd. Die haben ganz, ganz viele so regionale Sachen. Und diesmal auch Himbeeren fand ich total klasse. Also irgendwas findet man eigentlich fast immer, was so regional ist dabei. Dann brauchte ich Tomatenmark, nutze ich für ganz viele Rezepte. Ich koche ja auch sehr gerne mediterran. Wo wir bei den Tomaten sind, habe ich auch noch gehackte Bio-Tomaten mitgenommen. Und da auch wirklich wichtig, dass die Natur sind und nicht irgendwie gewürzt, weil dann kann es schon mal sein, dass da halt wirklich Zucker drin ist. Da muss man gucken. Und Tomaten passiert auch eins meiner Zeros, die ich irgendwie gefühlt immer brauche. Zum Beispiel auch für die Null-Punkte-Currysoße. Dann habe ich ein paar Sachen, die nicht Zero sind. Das brauche ich einfach, fand ich so süß für die Kinder. Hier Waffelschalen, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte die haben. Vielleicht blende ich es euch ein, wenn es interessant sein sollte und punktefreundlich sein sollte. Ich glaube aber nicht, weil ich habe auch noch die mit Schokoladenüberzug genommen. Aber ich habe mir gedacht, die freuen sich bestimmt mega und deswegen musste das einfach mit. Und hier auch wieder was Regionales und zwar Brombeeren. Ich bin echt im Beerenwahn gerade. Finde ich auch noch mega über einen Salat, so ein bisschen was Fruchtiges mit reinzugeben.
Und dann habe ich was mega Geiles gefunden, Leute. Richtig, richtig cool. Das wird euch bestimmt auch gefallen. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Just Spices Abklatsch ist. Vielleicht Ankerkraut oder so. Auf jeden Fall hat Aldi so kleine süße Gewürzmischungen rausgebracht. Und die erinnern mich schon stark an Just Spices. Einmal die Sportskanone und einmal den Eiertänzer habe ich mitgenommen. Eiertänzer ist halt wirklich so ein Rührei-Gewürz. Und diese Sportskanone ist für Oatmeals. Eine Gewürzzubereitung für ein feines Frühstück mit Kokos und Kakaopulver. Muss ich gucken, ob ich das berechnen muss, wobei man ja so eine geringe Menge nimmt. Also denke ich, sind die null. Also fand ich mega gut. Wie findet ihr das? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann habe ich ein Knuspermüsli gefunden. Und auch das ist okay, finde ich, für so ein Knuspermüsli. Ich nutze es sowieso nur, um es dann irgendwie mit über mein Skier, über mein Porridge oder so zu geben. Halt wirklich einen Esslöffel. Und dafür war das echt Punkte okay. So, nennen wir es mal so. Und sah halt mega lecker aus, Schokobananen. Das ist einfach meine Lieblingskombi. Wenn ihr meinen Shake kennt, den ich immer mache, wisst ihr Bescheid. Dann habe ich hier wieder ein bisschen Gemüse mitgenommen, und zwar Zucchini, weil ich Ratatouille machen möchte. Brokkoli hatte ich irgendwie mal wieder Bock drauf. Vielleicht mache ich den tatsächlich sogar noch mit auf diese Flammkuchen. Ich weiß es noch gar nicht so genau. Und auch hier wieder regional. Und zwar Tomaten. Ihr müsst bei Tomaten echt gucken. Aber ich fand es cool, dass sie trotzdem eine Tomatensorte hatten. Hat auch, glaube ich, das Doppelte knapp gekostet. Aber der Rest ist einfach immer aus Holland. Und holländische Tomaten schmecken meiner Meinung nach gar nichts. Genau, deswegen habe ich da halt wirklich geguckt. Ein paar Erdbeeren mussten natürlich auch wieder mit. Ist klar, dass die im Moment aus Deutschland sind. Sonst ist es natürlich schwierig, im Winter darauf zu gucken. Aber im Sommer... Wir müssen aber unbedingt noch Erdbeeren pflücken gehen. Ich will das seit Monaten, ja, Monaten nicht, aber auf jeden Fall seit Wochen machen. Irgendwie kommt immer was dazwischen oder es ist einfach zu heiß. Und wir wollen es halt mit den Kindern machen. Der Kleine ist ja erst 2. Und da muss man halt so ein bisschen gucken, finde ich. Wenn das so brüllend heiß ist und dann da auf dem Feld und ungeschützt, nicht so, ne? Dann habe ich noch Bio-Paprika mitgenommen. Und zwar wollte ich wieder eine Paprika-Cremesuppe machen. Der Bene, das ist einfach Benes Lieblingsessen. Und dafür brauche ich immer 2 verschiedene Paprikasorten. Dann wieder so ein Tipp, und zwar hat Butter hier ziemlich viele Punkte. Und hier gibt es so eine Butterbalance. Also es nennt sich noch nicht mal als Butter, es nennt sich Balance Gekühlstreichzeit. Es ist auch eher wie so eine Joghurtbutter, könnt ihr euch das vorstellen. Aber es hat nur die Hälfte der Punkte. Wie ihr wisst, darf ich hier leider keine Punkte nennen. Ich weiß nicht, will Weight Watchers irgendwie nicht, dann bin ich da so auf der sicheren Seite. Aber das hat halt die Hälfte von normaler Butter. Ne? Das kann man sich ja mal schnell in der App ausrechnen. So, habe ich sonst noch was? Genau, Aubergine halt noch für das Ratatouille. Was war das denn? Hier ist gerade irgendwas gestürzt, aber frag mich nicht was. Das war auf jeden Fall laut. Ach ja, doch, hier sind noch ein paar Sachen. Ja, Kinderpflaster brauchten wir irgendwie wieder. Die sind immer ganz cool, diese Batman-Pflaster. Dann habe ich wieder 2x Skier mitgenommen. Und zwar nutze ich Skier ja immer mit meinem Aromapulver zusammen. Das ist halt immer mega, mega lecker. Und vielleicht noch ein paar Früchte rein. Schon habt ihr ein richtig geiles Essen, einfach was super schnell geht. Dann wollte ich das mal ausprobieren. Das ist eigentlich gar nicht mein Ding, muss ich sagen. Also körniger Frischkäse mag ich eigentlich überhaupt nicht. Aber der hat halt wirklich wenig Punkte. Ne? Und da habe ich gedacht, da gibst du dem mal eine Chance. Und dann gab es den auch noch in leicht. Und zwar hat der dann nur, 72 Kalorien auf 100 Gramm. Hat allerdings, Quatsch, das ist sehr uninteressant. Das Fett ist bei 0,4 Gramm. Ne? Kohlenhydrate sind ein bisschen erhöhter als bei den anderen. Das Problem ist, habe ich euch ja schon mal gesagt, dass man in meinem Aldi nichts scannen kann, weil die einfach diese Internetfunktion komplett ausgeschaltet haben. Das heißt, ich muss immer so ein bisschen auf gut Glück da einkaufen. Aber ich meine, wenn man sich so ein bisschen auskennt nach einer Zeit bei Weight Watchers, finde ich immer, geht das eigentlich ganz gut. So, habe ich sonst noch irgendwas? Oh ja, hier ist noch eine ganz paderweise ein richtig cooles Produkt. Das muss ich euch gleich auf jeden Fall zeigen. Aber erstmal hier zu den Schupfnudeln. Ich habe die letztes Mal ja zu so einem Auflauf verarbeitet bei Instagram. Guckt da gerne rein. Diesmal wollte ich aber, ich hatte die eigentlich auch damals schon mitgenommen, weil ich so eine süße Variante daraus zaubern wollte. Also wirklich wie so ein Nachtisch mit Zimt und sowas in der Art. Ja, und dann gingen sie halt dafür drauf. Und jetzt habe ich aber nochmal welche mitgenommen, damit ich das endlich mal machen kann. Und dann habe ich mir gedacht, weil diese ganzen Eiernudeln recht punktefreundlich sind, sei es Gnocchi oder hier diese Schupfnudeln, habe ich mal frische Eierspätzle mitgenommen auf gut Glück und hoffe, dass die auch punktefreundlich sind. Da muss ich aber nochmal schauen, das weiß ich noch nicht ganz genau. Ja, achso, ich wollte euch erstmal das Produkt zeigen, was ich mega cool einfach fand. Und zwar kennt ihr vielleicht dieses Pumperl gesund. Das ist ja dieses Eiklar in der Flasche, was sich hält halt wirklich. Und man muss halt nicht immer das Ei
gelb wegschmeißen, wenn man es halt nicht braucht. Und das haben die jetzt bei Aldi nachgemacht, würde ich quasi sagen. Also es heißt einfach Your Daily Protein Eiweiß Natur, ist auch hier Nelson Müller drauf. Und vor allem so ein ganz kleines, das finde ich super, weil so viel braucht man davon ja doch nicht. Ne? Aber was habe ich bezahlt? Ich glaube 2,49 Euro oder so. Könnt ihr mir gerne sagen, ob das jetzt wirklich günstiger ist als von Pumperl gesund. Aber ich fand es halt richtig cool. Das Ding ist halt, wenn ihr das habt, ihr müsst es nach 7 Tagen aufbrauchen. Deswegen finde ich diese kleine Packung echt ganz gut. Ich muss auch mal ausprobieren, ob ich die vielleicht einfrieren kann. Das mache ich ja auch zum Beispiel mit so Kokosmilch oder sowas immer, wenn man nicht die ganze Dose braucht. Einfach in so Eiswürfelförmchen einfrieren, dann könnt ihr das wirklich portionsgenau rausnehmen, wenn ihr das nächste Mal das braucht. Das muss ich aber, wie gesagt, noch checken. Dann ein ultimativer Tipp von mir. Ich weiß, das ist nicht ganz so nachhaltig, keine Ahnung. Aber ich habe das immer gerne, wenn ich gerade im Kochen bin, habe gerade irgendwie mal kurz Luft, wische ich schon mal ganz gern so die ganze Küche ab. Und dafür sind die einfach ideal, diese feuchten Allzwecktücher. Und die gibt es jetzt mit Apfelduft. Ich habe die sonst mit Zitrone, ist nicht so geil. Aber die muss ich immer da haben. Also ich bin gar nicht so der Zewa-Typ, der alles, sondern ich brauche direkt so ein feuchtes Tuch und alles ist wieder schön sauber. Dann habe ich mitgenommen, das ist auch das erste Mal, dass ich sowas probiere. Ich sage ja durch Weight Watchers, ich probiere so viel Neues, aber es macht auch mega, mega viel Spaß. Und es tut mir wirklich von Herzen leid für alle Beauty-Mäuse, die mir noch folgen von damals, weil ich ja eigentlich mal Beauty-Blogger war, dass die da nichts mehr sehen. Aber ganz ehrlich, ich habe einfach nicht mehr so die Ambition dazu. Das ist einfach nicht so mein Leben, dieses mehr sich dauerhaft schminken und sowas bin ich gar nicht. Seht ihr, ich bin komplett ungeschminkt. Ich habe vielleicht ein bisschen Lippenstift drauf und das war's. Es hat mir Spaß gemacht, es war aber ehrlich gesagt nicht so das, was ich wirklich in meinem Leben einbaue und in mein Leben zeigen möchte, so wie es jetzt ist, zum Beispiel bei Weight Watchers, weil das mache ich halt wirklich und das koche ich wirklich. Aber ich laufe nicht mit so einem grellen Make-up rum, mit Glitzer und sowas alles. Und deswegen hat es mich irgendwann so ein bisschen genervt und deswegen mache ich jetzt halt so diese Weight Watchers-Linie. Ich freue mich natürlich, wenn ihr dabei bleibt und euch das trotzdem ein bisschen gefällt. Ja, so, jetzt kommen wir aber hier zu uns, weil es ist echt eine Premiere. Wer mich kennt, weiß, ich bin Fleischermeisterin, aber ich werde hier diesen Räuchertofu probieren. Und ganz einfach aus dem einfachen Grund, weil der wohl 0 Punkte haben soll. Und ja, ganz ehrlich, da muss es einfach mal probiert werden. Ich bin wirklich gespannt, Leute, ich bin echt gespannt. Ich habe schon mal so Veggie-Wurst gegessen, das war gar nichts für mich. Das hat halt für mich wirklich wie Gummi geschmeckt. Ich bin vielleicht auch ein bisschen verwöhnt vom Geschmack her, also, aber das war halt nicht so meins. Ich bin echt super gespannt darauf, muss ich wirklich sagen. So, dann habe ich mitgenommen Chiasamen, weil das doch in die ein oder anderen Rezepte immer reingehört. Ist relativ punktelastig, muss ich sagen. Ist jetzt nicht so, dass ihr sagt, boah, das klatsche ich mir jetzt da rein und das hat einfach mal 0 Punkte oder so. Nö. Aber wenn ihr das zum Beispiel halt auch in so einem Overnight Oat ziehen lasst oder im Porridge mitkocht, quellen die halt gut. Und dann haben die natürlich extrem Fülle, machen extrem satt für das bisschen, was sie halt wirklich haben an Punkten bzw. Kalorien. So, ihr Lieben, ich glaube, das war's hier erstmal. Ja, sieht so aus, als ah ne, hier ist noch ein Teil, sehe ich gerade, und da ist auch noch ein Teil. Und dann geht's, glaube ich, rüber gleich zum Dämmholm. Und zwar, da weiß ich wirklich noch nicht, ob die Punkte freundlich sind, aber die sind so sau lecker. Und ja, ich glaube, davon werde ich so ein paar so klein schneiden auf einen Flammkuchen. Und zwar sind das Anchovy-Filets. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die sind ganz oft auf diesen Focaccia zum Beispiel mit drauf. Daher kenne ich das und die sind so geil, so richtig mega salzig einfach. Ich finde die richtig, richtig lecker. Das Problem ist, dass die in Sonnenblumenöl eingelegt sind. Das heißt, die werden auf jeden Fall Punkte haben. Sonst ist der Fisch immer so ein bisschen ja, Richtung Zero. Muss ich checken, keine Ahnung, aber man isst ja jetzt auch nicht so ewig viel. Und dieses Glas ist einfach schon so winzig, also ich glaube nicht, dass es besonders viele Punkte hat. Und dann natürlich, wie immer zum Kochen, die Creme Fien Alternative von Aldi. Du wirst es dort hier finden. von Melfina. Und zwar hat die nur 7% Fett. Ihr bekommt die auch mit 15 oder über 20 zum Schlagen halt auch. Ich versuche natürlich immer das zu nehmen, was am wenigsten Fett hat. So, meine Lieben, das war mein Aldi Südhaul Richtung Weight Watchers Produkte. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr auch kauft, wenn ihr noch Tipps habt oder sonstiges.
Ja, ansonsten sehen wir uns doch hoffentlich bei meinem DM-Haul auch wieder. DM-Food-Haul natürlich, kein DM-Beauty-Haul, ihr Lieben. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Ein Abo, hier unten drücke ich euch ein Knöpfchen rein. Ihr könnt es einfach drücken, ich füge es euch ein. Und natürlich 2 neue Videos könnt ihr auch draufklicken, euch anschauen. Ich freue mich und sage tschüss und bis zum nächsten Video. Eure Laura.